Hallo und herzlich willkommen, werte Schraubefreunde, hier zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade in der Werkstatt, wie man unschwer erkennen kann. Obwohl hier ist ein bisschen die gemütliche Ecke. Hier ist eigentlich die Werkstatt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ein wunderschönes Fahrzeug hier auf der Hebebühne. Dem einen oder anderen, der aus der Region kommt, wo auch die Werkstatt ist, kennt das Fahrzeug vielleicht. Ist von einem guten Instagram-Kanal, von dem Instagram-Account E30 Selim. Und darunter natürlich der 123er, also hier wirklich eine Klassikerbühne. 80er ist das Thema und wir haben ein Problem an dem schönen E30. Der war eigentlich da, um das Radlager auf der linken Seite vorne links zu erneuern. Haben wir schon gemacht, das alte liegt sicher auch noch irgendwo, da haben wir es doch. Ja. Licht. So, da ist das alte Radlager, hat sehr krasse Geräusche gemacht und wenn man da ein bisschen reinschielt, sieht man auch, dass es doch sehr mitgenommen ist. Rechts wurde es schon erneuert. Woran erkennt man das? Auf der rechten Seite hat es einen ABS-Ring, obwohl das Fahrzeug kein ABS hat. Und als ich das Radlager rausgesucht habe beim Teilehändler und auch beim Original-Teilekatalog von BMW, ich habe ihn nur gefunden mit ABS-Ring. Naja, vom Platz macht es keine Probleme. Woran hat man es noch erkannt? Das ist nicht der originale Deckel, was hier drauf ist. Das ist schon ein Lager von SKF, weil das haben wir auch auf der linken Seite verbaut. Das sieht jetzt genauso aus. Ja, warum mache ich jetzt das Video, wenn die Arbeit schon getan ist? Das Traggelenk auf der rechten Seite ist noch völlig im Eimer. Das haben wir zufällig gemerkt, weil ich dran gewackelt habe und dann gemerkt habe, da geht ja einiges ans Spiel und ich glaube, ich kriege das auch auf Kamera, so arg wie das ist. Sieht man das? Wenn man es nicht sieht, dann hört man es. Ja, also das ist nicht die Lenkung, die danach gibt. Nein, das ist das Traggelenk, das ist komplett ausgeschlagen. Und das wechseln wir jetzt noch und darum geht es in diesem Video. Hier ist das Neue, das wird eingepresst. Das heißt, wir tauschen nicht den Querlenker komplett oder es ist geschraubt etc. Nein, es ist gepresst und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, doch bevor wir hier jetzt arbeiten können, müssen erstmal die Autos raus. Also wenn ihr jetzt nur die Reparatur sehen wollt, dann spult mal ein bisschen vor. Aber der, der autobegeistert ist und auch hören will, wie der 123 anspringt oder auch nicht, der bleibt einfach dran. Oh, schon kommt die Sonne rein. Und die Saison beginnt ja auch schon wieder. Oldtimer-Saison. Müssen wir eigentlich auch mal noch ein paar coole Videos machen, mal wieder, ne? 123er. Wie ihr seht, wir haben so viel Arbeit gerade. Werkstatt ist voll, Hof ist voll. Und da steht auch schon das nächste Oldtimer-Projekt, das ich schon sehr, sehr lange vor mich hinschiebe. Und der Fiat ist ja auch noch dran. Oh, meine Güte. Benzo, ist das Auto gut? Passt, ne? Das, was ihr jetzt so klappern hört, das ist die Tür, die ist nicht richtig zu. Nicht, dass hier noch einer sagt, der Motor klappert ohne Ende. Aber macht er auch. Ich muss mal Ventilspiel muss ich mal einstellen. Das wäre doch ein cooles nächstes 123er Video. Ventilspiel einstellen. Und in dem Zug könnte man theoretisch auch die Ventildeckeldichtung gleich erneuern. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Hebe gerade mal so ab. Also eine Schraube noch drin. Ja, ich habe noch eine Schraube dran. Naja, passt. Gut. Thank you.
Radlager vorne links ist drin, Traggelenk auf der rechten Seite auch. Jetzt hören wir noch, ob der Fehler auch wirklich weg ist. Bis jetzt hört sich für mich nichts außergewöhnlich an. Mit so Autos macht man gern Probefahrt. Also gerade wenn man mal das Cockpit anschaut, können wir rüberschwenken. Was BMW damals immer schon gut gemacht hat, Armaturenbrett war immer dem Fahrer zugerichtet und einfach ein aufgeräumtes Cockpit. Man weiß, wo man hinlangen muss, da fand ich Audi damals nicht so gut, aber es ist Geschmackssache. Ich weiß, ich habe jetzt auch gleich viele Feinde. Aber fährt sich super. Ne, wenn man vorstellt, dass die Technik schon in Anführungsstrichen so alt ist, schaltet sauber, beschleunigt sauber, macht Spaß. Und ich habe vor 2 Jahren schon mal ein Video gemacht, wo mir bei einem E30, bei einem anderen, einen Kotflügel eingeschweißt haben. Und da habe ich euch gesagt, wenn ihr einen Oldtimer kaufen wollt, der wertstabil ist bzw. jetzt steigt, dann kauft einen E30. Der, wo es gemacht hat, tipptopp. Der, wo es nicht gemacht hat, der muss jetzt ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro mehr bezahlen für das gleiche Auto. Und dann habt ihr nur eine Limousine, wenn ihr Glück habt, noch ein Coupé, aber ein Cabrio gibt es dafür noch nicht. Cabrios sind jetzt schon bei mit 6 Zylinder bei knapp 20.000 Euro. Als ich mich damals für einen interessiert habe, stand er bei 8 und der war schon überteuert. Aber gut, so ist es. Nee, Top-Auto, fährt sich super, macht Spaß, Raffi, sehr gut verbaut. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit, haut rein und ciao.